geklappt, Sir? Die Mission ist abgeschlossen. Wir haben den Sender. Endlich mal gute Neuigkeiten. Gute Arbeit, Sir. Ich habe das nicht allein geschafft. Hey. Also, wir sind hier wieder zurück. Wir sind hier ins Hauptquartier wieder gekommen. Und ja, natürlich, nachdem wir seine Knarre bekommen haben, will ich hier weitermachen. Also mal schauen, was Paladin Dance noch so für uns hat. Bis zurück. Halen, Reese, begrüßt den neuesten Rekruten des Erkundungsteams. Er ist ziemlich vielversprechend. Und mit der richtigen Führung hat er das Zeug dazu, einer der Besten zu werden. Ach. Danke. Ich werde dich nicht enttäuschen. Versprochen. Du musst mir nichts mehr beweisen. Es war mehr als genug, den Sender zu holen. Also hast du beschlossen zu bleiben, was? Ich hatte erwartet, dass du dir deine Belohnung holst und dann verschwindest. Na komm, umarmen wir uns und beenden die Sache. Was meinst du? Du kannst sagen, was du willst, du harter Bursche. Es wird viel mehr als eine abgeschlossene Mission brauchen, um mich zu beeindrucken. Reese, das reicht. Ob es dir passt oder nicht, ihr werdet lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Und du? Du solltest dir klar machen, was es bedeutet, zur Bruderschaft zu gehören. Wir sind keine Söldner. Wir sind eine Armee. Und wir haben unser Leben einem strikten Verhaltenskodex untergeordnet. Wenn du weiter bei uns bleiben willst, wirst du diese Grundsätze ohne Widerspruch befolgen müssen. Ich bin General von den Minutemen. Also, oh Gott. Naja, verstanden. Wunderbar. Ich weiß, dass du loslegen willst, also komme ich direkt zum Punkt. Ich verlange nur zwei Dinge von den Leuten, die unter meinem Kommando stehen. Ehrlichkeit und Respekt. Fügst dich in die Gemeinschaft ein. Ich gebe dir einen Befehl, du befolgst ihn. So einfach ist das. Bevor ich dich für weitere Aufgaben zu Halen und Reese schicke, gibt es noch eine Sache zu erledigen. Von diesem Tag an sollst du den Rang Anwärter tragen. Das ist nur ein Ausbildungsrang. Höhere Ränge darf ich nicht vergeben. Gut, in Ordnung. Wunderbar, Soldat. Ad Victoriam, Anwärter. Er weiß doch nicht mal, was das heißt, Halen. Ad Victoriam bedeutet zum Sieg. Für uns ist eine Niederlage nicht hinnehmbar, denn wir kämpfen für die Zukunft der Menschheit. Unser Schlachtruf ist viel mächtiger als jede Waffe, die du dir vorstellen kannst. Ja, genau. Dir das. So, und jetzt melde dich bei Halen oder Reese für deine nächste Aufgabe. Wegtreten soll. Wenn ich Ad Victoriam sage, dann rennt so bestimmt so ein anderer nicht einfach weg vor mir. Naja. Gut. Hier, ich lebe jetzt erstmal die Waffe, die ich von ihm bekommen habe, weil die ist sehr, sehr geil. Die rechtmäßige Herrschaft. Jupp. So, und jetzt... Oh, ich war hier übrigens letztes Mal noch nicht im Fuhrpark. Das wollte ich noch machen. Weil vielleicht gibt es ja da noch was ganz Tolles. Bin ich ja sehr neugierig. Man muss ja auch hier so ein bisschen immer erkunden. Ich habe übrigens alle mein Inventar mal wieder ein bisschen bereinigt. Das ist in Sanctuary, habe ich das gebunkert. Das habe ich gemacht, als ihr nicht zugeschaut habt, weil das ist ja nicht so spannend. Beziehungsweise doch, habe ich sogar in der letzten Folge gemacht, als ihr zugeschaut habt. Aber ich habe dann nochmal den Cotsworth vergessen, fällt mir gerade auf. Also Cotsworth hat auch nichts mehr, sondern noch ein paar Waffen. Na ja, toll. Ich dachte, hier kommt irgendwas Tolles. Naja, das ist doch nett. Also doch noch ein bisschen was an Munition. Was? So. So ist mir schon hier etwas wohler. Nicht mehr so mulmig. Kronkorken sind auch immer gern gesehen. Ja. Das ist doch alles. Ich glaube, ich mache mal hier bei den anderen da mal weiter. Also schauen wir mal, ob sie eine coole Aufgabe für uns haben. Nicht nur so Schmarrn. So. Nee, ich mag ihn nicht. Ich mag sie. Sie ist nett. Gelehrte? Zeigt dir Rice noch immer die kalte Schulter? Warum hasst er mich? Er hasst dich nicht. Rice gehört mit Leib und Seele der Bruderschaft. Für ihn gibt es sonst nichts. Sie ist seine Familie, sein ganzes Leben. Wenn etwas anderes auf den Plan tritt und ihm in den Weg kommt, schiebt er es beiseite. Ja? Läuft da etwas zwischen euch beiden? Das geht dich nichts an. Schau, gib Rice einfach ein wenig Zeit. Er wird sicher erkennen, wie wertvoll du für uns bist und zu Sinnen kommen. Bist du bereit, deinen ersten Auftrag anzunehmen? Ja, komm. Bereit. Großartig. Jetzt, wenn du mir schon nichts verrätst. Ich erzähl dir, was zu tun ist.
Eine der wichtigsten Aufgaben der Bruderschaft ist das Finden und Erhalten von Technologie, die bei den Bombenabwürfen verloren ging. Ich habe eine Liste mit Orten, an denen sich Artefakte befinden. Hol sie, damit unsere Gelehrten sie katalogisieren und studieren können. Hier, mit diesen Informationen solltest du dein erstes Artefakt finden können. Viel Glück und sei vorsichtig. So, toll. Jetzt habe ich so noch Zeug suchen. Das ist ja toll. Das war doch das, was ich gerade bekommen habe, oder? Den Quartiermeister. Machen wir doch jetzt einfach mal. Aus dem Super-Duper-Markt. Jo. Ja, mir fällt gerade auf, da ist ja noch dunkel gerade. Ich mag es nicht, wenn es dunkel ist. Ach gut, es wird, kommt langsam wieder die Dämmerung. Ist doch gut. So, wo muss ich denn hin? Wie weit ist das? Ach so. Ja, dann reise ich doch da einfach mal hin. Mit Schnellreise. Kräuter da nicht ewig hinlaufen. Oh, was ist das denn? Die schaut ja lustig aus. Mit ihren Zacken vorne. Schniekekanone. Ich sage übrigens zu fast allen Kanonen, obwohl es jetzt eine Schrotflinte ist. So, hier war ich doch schon mal. Ja, hier dürfte mir jetzt nicht viel Unheil passieren. Da ist der Super-Duper-Markt. Alter. Geräusche. So, da drin ist wahrscheinlich wieder ein bisschen was an Feinden schon los. Damit ist zu rechnen. Deswegen gehen wir da mal rein in beste Erwartungshaltung. Und der nächste Ladescreen ist nicht weit weg. So. Hi, der Witzka. Du willst mir doch nicht sagen, dass die alle tot sind, oder? Hier gibt es ja einiges. Ich bin ja gespannt, wann die aufwachen. Ey, mir läuft jetzt schon wieder so ein kleiner Schauer den Rücken runter. Ich wusste es doch. So. Ach, alter Schwede. Nee, ich bin echt ein Mädchen. Ich sag's immer wieder und ich stehe auch da dazu, dass ich bei solchen Spielen und bei solchen Szenarien einfach... Oh, was wollte ich jetzt mit dem Volkskriegsgeld? Einfach wirklich da ein bisschen, ja, Mädchen bin. So, jetzt, ja? Das wär's. So, das nehmen wir einfach mal mit. Auch alles mit. Ist ja nur die Frage, bis einer der Ghule wieder aufsteht. So, du bist schon mal weg. Nochmal. Der ist aber schnell. So, da blutet noch irgendwas. Da ist doch einer hier gerade reingelaufen, oder? Ah, hat er gut gemacht, Kotzi. So, ich glaube, die sind jetzt alle mal Geschichte.
Oh, da ist noch eine Tür, die ist für Einsteiger. Genau. Ah, oh, die Haarklammer weg. Oh, die gehen gut. Cool. So, weg mit dir. Na, der war doch mal schön. Süßkuchen. Die Lasermuskete. Nehmen wir mal mit. Red X? Ja. Ist jetzt nicht dein Ernst, dass du jetzt da reinkommst, oder? So, da liegen noch Patronen. Ja, da ist doch hier einiges jetzt gewesen, was ich hier looten konnte. Was ist denn dieses Mal? Danke, Cotsworth. Ah, die Waffe ist super. Ganz klar. Das muss man schon mal sagen und erkennen. Melone. Dabei kann ich doch hier wieder was dann ernten und sehen und pflanzen. Der schaut hier doch so nach Lagerraum aus. So, einmal Arm ab. Oh, ist das dein Ernst? So. Lief eigentlich ganz gut. Auch wenn ich da wieder überrascht worden bin von dem einen. Aber die Gott sei Dank gar nicht so erschrocken, wie ich erwartet hätte. Kamele, Leerecht, du bist Feinde viel schwerer zu erkennen, wenn du schleichst oder dich nicht bewegst. Ja, das nehmen wir doch mit. Forschungsreagenzglas klingt auch so, als ob ich das gebrauchen könnte. Schlosserhammer. So viele schöne, polierte Kisten. Wo sie nicht immer herkommen. Josh, Holoband, Kronkorken, Kaugummi, Zeitungsverkäufer, Kappe. Ne, Minuteman Outfit. Ein Minuteman war das. Naja, tut mir leid für dich, Pro. Fusionszelle. Fusionszellen sind immer gern gesehen. Gerade mit der Waffe. Metallrüstung. Die klingt ja mal spannend. Das schauen wir uns doch mal an, ob ich die nicht mal ausstatten sollte. Mit Taschen? Ohne Taschen. Aber Leichtbau. Ne, nimm mal eine mit Taschen. Mit Taschen ist besser. Dann nehmen wir noch das da auch noch. Ist ja hier ein besseres Item. Ja, der Charakter wird langsam. So, jetzt muss ich... Was ist denn da? Ist jetzt schon wieder einer. Wo kommen die denn immer her? Was muss ich denn da jetzt aber machen? Da, ich muss doch jetzt hier gelehrten Helden berichten, ja? War ich doch das. Tue ich doch gar nicht lang rum. Na, jetzt kann ich von diesem Ort nicht schnell reisen. Alles gleich, muss erstmal raus. Okay, okay. Schauen wir mal, was bei den Employees so los ist. Vielleicht gibt es dann Kaffee. Wie schön. Na super, dafür habe ich ein Ding gebraucht. Albern.
hier noch was los? Schaut so nach Verwahrstelle aus. Oder nach Hinterzimmer. Ventilatoren habe ich irgendwo gelesen, sollte man mitnehmen. Spüllappen vielleicht ist nicht unbedingt. Ich weiß zwar noch nicht, warum man was braucht, aber ich bin da ja offen. Als Experte. Laborstation. Aktenschrank. Kreuzwerf ist das schon. Okay, Kreuzwerf, alles klar, vielen Dank. Karotte. So, ey, jetzt seid sie aber auch nervig da. Alter Verwalter. Ich sehe schon, ich werde bald wieder alles ablegen müssen. Oh, da gibt's, glaube ich, wenn ich Glück habe, jo, einen Fusionskern. Fusionskern ist immer toll. Brauche ich hier für meine Powerrüstung, wie ihr wisst. Volle Nuka Cherry. Also ihr merkt ja, dass ich gerade noch nicht rausgehe, weil ich vermute, oder es ist ja hier so ein bisschen, als ob hier immer noch so überall was ist. Deswegen will ich mir das noch angucken, weil vielleicht finde ich noch irgendwo das Item schlechthin. Aber da geht's eh scheinbar raus. Ja, da geht's zum Commonwealth und da kann ich dann die Schnellreise gleich nutzen. Ja, aber die war doch jetzt da, war einiges dabei. So, hier passiert jetzt mir auch erstmal nichts. Dachte ich. Oh, falscher Knopf. Ja, ein Armeck. Ist schon tot. Ach du, bist am Arm ab. Nicht Arm dran, Arm ab. Alles klar. Ich glaube, ich habe alles, was ich irgendwo als spannend erachte. Oh, ne. Jetzt habe ich alles, was ich als spannend erachte. So. Ah, naja. Ich glaube, jetzt habe ich alles, was ich als spannend erachte. Ja. Und dann ab zurück. So, die Markierung brauche ich ja nicht. Die war aus Versehen gesetzt. Ab zum Polizeirevier. Also wie gesagt, der Grundplan ist aktuell noch so ein bisschen was dafür, diese Stelle in der Bruderschaft zu tun, dass ich noch ein, zwei Level bekomme und vielleicht noch das eine oder andere coole Item. Und dann ist es so, dann kann ich auf jeden Fall mich mal zur Burg machen. Aber ich könnte mich mal wieder so ein bisschen mein Red Away nicht drum kümmern. So. Dass ich wieder richtig schön schnieke dastehe. So, wo ist sie denn? Ich dachte, ich muss... Ah, das ist hier. Hast du die Technologie? Natürlich. Hier. Gut, ich hatte gehofft, du bringst sie sicher wieder zurück. Hier, ein kleiner Dank für deine Mühen. Ich glaube, Dance wollte mit dir sprechen. Wenn du wiederkommst, habe ich eine weitere Mission für dich. Ja, ich fühle mich ja wie so der Laufbursche für euch. Aber gut. Willkommen zurück. Ich hätte dann noch eine Mission für dich, wenn du bereit bist. Ja, hau her. Sag mir einfach, was du brauchst. In Ordnung. Im Laufe der Jahre hat die Bruderschaft einige Erkundungsteams in das Commonwealth entsandt. Das letzte Team ist vor 3 Jahren aufgebrochen. Man hörte nie wieder von ihnen. Offiziell gelten sie als vermisst. Wahrscheinlich sind sie tot. Gab es eine Rettungsmission? Nein.
Die Bruderschaft hat weder die Ressourcen noch das Personal für eine solche Suche. Jeder, der sich für Erkundungsmissionen meldet, kennt die Risiken. Unser Leben hängt von unserer Ausbildung und von unseren Teamkollegen ab. Aber wenn wir ein Team verlieren, gedenken wir derer in Ehren, die im Dienst ihr Leben lassen. Es obliegt uns, wenn möglich, herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Gut, ich kümmere mich darum. Natürlich. Der Einstiegspunkt war in den Hügeln bei Morden. Durchkämme den Bereich und lege ein Suchmuster fest. Achte auf Notsignale über Funk. Alle Erkundungsteams sind mit Notrufsendern ausgestattet, die in einem kleinen Radius Positionssignale senden. Wenn du ein Signal empfängst, solltest du den Ursprung finden können. Ach, super. Ich darf was suchen. Lass es eine Weile ruhig angehen, Rice. Du wärst bei dem Angriff der wilden Gude fast umgekommen. Mach dir um mich keine Sorgen. Also raus und ja, eine Suchmission machen mit kleinem Notsignal und... Oh, das ist die Stecknadel. So, da darf ich hin. Dann gehen wir über die Bedford Station darüber. Der sieht ja cool aus. Ein Kriolator. Also, dann lasst uns querfeld einmarschieren. Aber ich glaube, ich nehme mal wieder eine andere Waffe, weil ich will die eigentlich nicht so verheizen, die Munition, weil die ist echt sehr, sehr gut. Nehmen wir mal die taktische. Da habe ich auch noch absolut viel Schuss am Mann. Und die macht ja auch nicht schlecht Schaden. Das sieht ja nett hier aus. Jetzt bin ich übrigens ein Chamäleon. Durch diese Rüstung. Ja. Das macht er schon. Ich wollte eigentlich nur nachladen. So, wer schießt da eigentlich? Hat gerade jemand geschossen. Ja, nervigen kleinen Biester. Gott sei Dank habe ich hier die Waffe gerade mich entschieden. Ja, da schießt tatsächlich jemand. Da vorne. Also wie viele gibt's denn hier davon? Die gute Munition. Naja, schau mal. Da war doch jemand. Wo ist der denn hin? Da, bist du tot, Chris? Bist du gerade eben gestorben, oder was? Kinderspiel, aber da muss man einfach zugreifen. Naja, okay. Kann ich mitleben, warst scheinbar eh nur ein Plünderer. So, ich wollte eigentlich die Mülldeponie noch so ein bisschen... Vielleicht gibt es hier ja was Tolles. So viele... Kann es ja nicht mehr sein, so viele Maulwürfe. Ja, sowas wollte ich sehen. Genau sowas. Gut. Habe ich jetzt wieder ein bisschen was zurückbekommen. Für die Mühen. Und wir rennen weiter Richtung Punkt. Du da nicht lange fackeln. So. Wie gesagt, sie wollen mir wahrscheinlich auch was Böses. Kotzwaff hat das gehasst. War wohl nicht so... Wo ist denn die Karawane, die du bewachst?
Tut mir jetzt leid, ich wollte dich wahrscheinlich gar nicht so töten, aber ich dachte, du wärst böse. Wer rennt denn hier auch so alleine draußen rum? Also jetzt mal ernsthaft. Außer eine Karawane. Oh. Kann ich bei dir was verkaufen? Was kaufen? Wo ist denn der dazugehörige Händler? Naja, scheinbar nicht da. Gut, vielleicht habe ich ihn auch erschossen. Also Entschuldigung, aber das Ding kommt ja irgendwo mal nachgetrottet. Da sind zwei Hanseln. Da gehe ich natürlich davon aus, dass die mir eher was Böses wollen. Das Spiel war bisher nicht dafür bekannt, dass ich hier so verschont worden bin von Böshaftigkeiten. Oh, Level 9. Naja, alles gut. Feuriges Geld brauche ich definitiv nicht. Kronkorken nehme ich ja. Okay. Vielen Dank. Freundlicher Ghoul aus der Nachbarschaft. Wir marschieren weiter. Also die Welt und alles ist schon sehr, sehr stimmig. Also jedes Mal, wie ich hier ins Spiel eintauche und was für eine Gänsehaut ich habe, das Beweis ist mehr als stark. So, wir laufen mal ein bisschen auf den Spielplatz. Naja, nee, wir spielen nicht. Wir wollen natürlich weiterkommen. Naja. So. Ja, das ist, ja, die waren leicht. Aber ich hau mir hier auch die Schuss da mit dem Ding sowas von weg. Also nehme ich wohl doch wieder meine rechtmäßige. Weil da ist wenigstens Einzelschuss. Ja. So viel dazu, sagt er. Wir lernen immer wieder was Neues hier von der Landschaft kennen. Was bist du denn? Baum. Und wir sehen die neue Ort, die eine nächste Ortschaft. Jetzt hoffentlich bekommen wir gleich das Signal. Beziehungsweise das wird sogar was sein, was für die nächste Folge geht. Also, aber erstmal gehen wir dahin. Dein Notsignal. Das heißt Radio. Notsignal. Ich hoffe, das wird jetzt schneller oder irgendwas. Naja, es wird scheinbar intensiver. Ah. Ja, okay. Ich hab da ein. Das machen wir jetzt noch in der Folge. Das Band anhören. Wo ist denn das? Diverses, glaube ich, wahrscheinlich. Auf der Straße in einen Hinterhalt geraten. Sind 1 zu 5 in der Unterzahl. Klare Meldung. Zerstören. Wir dürfen nicht zulassen, dass... Warum? Verdammt! Astlin, Selbstzerstörung aktivieren! Ferris, zurückfallen lassen! Wir gehen zur alten Militärbasis und versuchen dann, es zu unserem Unterschlupf zu schaffen. Der Code ist unsere Kennung. Okay, Bewegung, Bewegung, Bewegung!
Gut. Also, wir wissen, wo wir hin müssen. Wir müssen hier weiter. Von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.